Ja, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video von Krümel 4x4. In dieser Woche fahren wir als erstes zu unserem Traumspot, wie ich finde. Das ist der Falasana Strand. Dort erleben wir einen ganz tollen Abend. Zu allem Überfluss fahren wir uns dann mal wieder fest, wenn wir zu faul sind, den Luftdruck abzulassen. Doch wir haben ja ein komplettes Hilfsteam dabei, geht also schnell weiter. Im nächsten Step fahren wir dann, wie ich finde, in die schönste Stadt von Kreta oder vielleicht sogar von Griechenland, Chania. Da nehmen wir euch mit und zeigen euch die Altstadt und ein bisschen Shopping und so. Und zum Schluss schauen wir uns noch gemeinsam den Knossos-Palast an. Doch leider endet diese Episode dann sehr, sehr traurig und unsere Kids müssen wieder nach Hause fliegen. Habt viel Spaß, direkt nach dem Intro geht's los. Na, Kuba. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sind Coco und Tom und reisen mit unserer Fellnase Kuba durch die Welt. Unterwegs leben wir im Krümel, der früher ein LKW im Katastrophenschutz beim THW gewesen ist. Nachdem wir ihn selbst umgebaut haben, ist er jetzt unser Zuhause für unterwegs. Kommt gerne mit! So, wir sitzen mal wieder draußen in der Sonne beim Frühstück. Und heute haben wir sogar Frühstücksfernsehen. Der Kuba hat die Freundin vom Nachbarplatz aufgefordert zum Spiel. Tante will anderes. Tante will anderes. Die ist hoffentlich nicht heiß. So, wir fahren jetzt weg von Elafonisi. Für unseren letzten Strandtag in Kreta, beziehungsweise für Tommy und mir, der letzte Strandtag auf Kreta, fahren wir zum Phalasane. Der ist in Richtung Kissamos und an der Westküste. Der Kuba hat sich gedacht, jetzt wo die Tür offen ist, gehe ich mal hinten hin während der Fahrt. Sind wir, glaube ich, besser. Okay. Ja. Mal gucken, ob es ihm auf Dauer gefällt. Kurz vorm Supermarkt in Platanos können wir noch ein bisschen Wasser auftanken. So, der Wasserdruck ist so beschissen hier, dass wir per Handbefüllung das Ganze machen. Zum Glück habe ich den nichts dabei, der liegt dann im Auto und füllt von innen nach. Oh, nicht so schwungvoll hier rein. Wir haben mal wieder einen schönen Strand gefunden. Wir sind am Falasana Beach für die letzte Strandnacht mit unseren Kiddies. Morgen fahren wir nach Chania. Cool aus, oder? Hast du Schiss? Hast du Schiss? Nee. Doch, gib zu. Alles cool. So, der Tipp von dem Lehrer, der war durchaus berechtigt, gucke, ne? Hier ist mindestens so schön wie auf Elafonisi. Wir haben mehrere Empfehlungen für bekommen. Zu Recht. Sehr traumhaft. Traumhaft, leer und wirklich. Guck mal, guck mal. Eingetreten in den Pool. Guck mal da runter hier. Eigentlich diese Wasserfarbe sehen, das ist ja absolut irre. Das sieht so schön aus, echt.
gucken, ob wir da jemals wieder hochkommen hier. So, der Platz ist gefunden. Hier würde ich jetzt gerne ganze Woche stehen. Mega cool. Gerade schon netten Besuch von den beiden netten Herren da, haben mit denen ein Bier getrunken. Die wohnen hier, haben uns noch Tipps gegeben. Perfekt. So, jetzt wird gegrillt. Die Pilze sind gleich gut. Was tust du da? Echt? Da muss ich ja noch mal genauer hingucken, ob du wirklich grillst hier. Du säufst ja nur. Das stimmt auch wieder. Leute, guckt euch das mal an. Das ist ja echt ein 5-Sterne-Platz hier. Leider ist es schon dunkel geworden. Wir sind beim Grillen, aber es ist einfach nur klasse. So, wir müssen leider diesen super traumhaft schönen Platz heute verlassen, weil die Kinder müssen ja wieder wegfliegen. Wir wollen unbedingt noch Chania bei Sonne angucken. Ja, dann fahren wir jetzt gleich los. Ich habe ein bisschen Muffen, dass wir hier nicht wieder so richtig cool rauskommen. Aber das seht ihr ja jetzt gleich. Wir müssen irgendwie hier so rum am Strand und dann hier so durch. Eieiei. Na, hoffentlich fahren wir uns nicht fest. Drückt die Daumen. Kuba hat sich auch schon in die erste Reihe positioniert und schaut zu, was die Alten da wieder für Mist machen. Jetzt wird erstmal die Schaufel ausgepackt. So, extra für euch haben wir uns mal wieder eingegraben. Wir haben gedacht, wir tun mal wieder was für die Quote. Festfahrvideos gehen ja immer wie geschnitten Brot. Außerdem wollen wir den Nick auch mal buddeln sehen. Ja. Haben wir extra für euch gemacht, damit ihr das auch mal mitmachen könnt. Nicht immer nur im Video das seht. Na. Kommentar zu dieser Situation? Am letzten Mal hingen wir deutlich tiefer drin. Also, alles kein Problem fürs Krümelteam. Da hat sich aber gut eingegraben hier. Das ganze Krümelteam im Einsatz. Coco kämpft mit den Sandblechen. So, ich glaube, wir brauchen ein Reifendruckablasssystem. Ja. Aber witzigerweise sind wir ja jetzt deutlich retournierter, ne? Ja, obwohl wir schon wieder zweimal gefummelt haben, anstatt es direkt richtig zu machen.
Sport hinter uns haben. Das erste Mal eingegraben haben, der Lausana-Stadt, was da ausgefunden hat. Fahren wir jetzt nach Stadien, Tanzania. Gehen wir los in Chania und erkunden die Stadt. Diesmal bei Sonnenschein. Wir waren ja schon mal hier. Da war schlechtes Wetter, aber wir zeigen euch lieber die Stadt noch mal bei Sonne. So, hier ist der alte venezianische Hafen. Und der Leuchtturm. Ja. Gehen wir später noch mal durch, dann ist das nämlich erleuchtet. Und, wollt ihr mitfahren, Kinder? Ja. Krass. Aber noch nicht. Gerade ist unser Snack gekommen. Ich kann die Meute kaum zurückhalten, damit ich das erstmal filmen kann. Das sieht mega lecker aus. Schmeckt gar nicht, ne? Shopping! Ja, sehr gut. Man hat sich Teile mitgenommen. Das dauert jetzt was hier. Ich setz mich mal hier hin und warte. Hast du was gefunden? Ja. Tada! Jetzt machen sich die Männer hier auch mal auf den Weg in die Stadt Chania. Unsere Frauen sind schon Stunden unterwegs, irgendwas am Shoppen. Wir beide versuchen jetzt einen Kaffee zu finden und holen uns eine Bugatza und einen Cappuccino und setzen uns in die Sonne und lassen das Leben gut gehen. Aber ist schon toll. Aber hier kann ich euch vielleicht mal zeigen, wie das so ist, wenn man in der Stadt steht. Das ist schon ein ziemlich cooler Platz hier. Hier ist so eine alte Fabrik, wo gerade sogar noch gebaut wird. Und Krümel steht hier hinter so einer Mauer auf einem alten Fabrikgelände. Und da hinten ist direkt die Altstadt. Also es ist schon echt perfekt. Hier fühlt man sich auch irgendwie total sicher und ruhig wegen dieser Mauer. Ist das nicht schön? Mega. Hier wäre zum Beispiel ein schönes Restaurant für heute Abend. Wollen wir mal gucken? Guck mal auf die Karte. Sehr geiles Gässchen. Hier ist eine Spur. Haben sie erwischt. Und hast du was gekauft? Ja, genau. Shopping Queen. Und die Mama? Die findet auch was. Ja, wunderbar. Wir gehen schon mal zum Leuchthaus. Ne? Ja, bis gleich. Also wir haben gerade mal geguckt in Google, was es ist. Das ist ein Minarett. Dass ihr nie runterfallt da. Nein. Oder aufs Meer fallt. Oh, hier ist schön. Guckt euch das mal an, der alte Hafen hier. Da hinten ist der Leuchtturm, da wollen wir hin. Also Kinder, Chania, wenn man auf Kreta ist mit dem Exmo, würde ich sagen, auf jeden Fall machen. Schönste Stadt, die ich bis jetzt gesehen habe hier in Griechenland. Da ist der Leuchtturm, weil da geht jetzt die Sonne schon unter. Und am Leuchtturm, sieht das nicht cool aus? So Nick, ich glaube, wir haben jetzt genug Historisches
wird Zeit, dass wir ein ordentliches Männergetränk kriegen, oder? Ja. Das Bierchen holen. Kann nicht so weit weg sein hier. Minimum 600 Meter. 600 Meter Fußweg. Leckerchen. Jetzt kann's losgehen. Schmeckt? Yassas. Ich verrisst du? Dieser Kaiser, I didn't have the glasses for the Kaiser because they're all broken. That's not a product. It tastes the same. It's the same taste, but different glass. Thank you. Enjoy, you're welcome. So Nick, jetzt zum Wohl. Haben wir sogar noch einen Snack, hm? Ja. Das ist Männernahrung. Abendstimmung in Chania. So, Yamas. Yamas. Kleines Bier haben wir uns bestellt. Das kleine ist die Hälfte und kostet 50 Cent weniger. Deshalb haben wir gedacht, nehmen wir gleich ein großes. Wir haben noch Nachtisch bekommen, wir haben noch Raki bekommen. Perfekt. Wir brauchen ja nicht. Die ganze Familie ist angeheitert. Also ich glaube, der Laden heißt Paradisiaco. Ja, würde ich auch sagen. Das war sehr also nett. Man kann das nur empfehlen, hier in der Altstadt in Chania, das Paradisiaco. Es gibt aber nur 4 Tische, also man sollte sich in der Hauptsaison beeilen. Alter, wie witzig. In der Hauptsaison kannst du aber draußen sitzen. Unterwegs zur letzten Station zu viert. Auf nach Knossos. Das fand ich aber jetzt sehr süß. Der Nick war Obst und Gemüse kaufen und die nette Verkäuferin hat ihm was geschenkt. Zeig mal. Was ist das? Keine Ahnung. Erbsen. Erbsen, mach mal auf, die naschen mal. So, wir stehen hier fast alleine auf dem Knossos Parkplatz. Ja, die Tammy hat schon Bock auf Knossos und besichtigen jetzt den alten Palast. 4000 Jahre ist der alt, ne? Ja, so heißt es. Den ersten Erfolg. Unter 25, wir haben Tickets. Unter 25 ist es umsonst. Finde ich auch erstaunlich. Haben wir jetzt schon zweimal hier gehabt auf Kreta. Für EU-Bürger. Musst du einen Ausweis zeigen. Da geht's rein. So, liebe Mannschaft, hat es euch denn gefallen im Knossos-Palast? Ja. Ja, ja. Also ich würde höchstens so einen Daumen vergeben. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie langweilig. Ja, aber du findest ja Steine immer langweilig. Ja, also mir hat sich auch nicht so richtig erschlossen. Ja, hättest du mal die Führung gemacht von dem netten Herrn, der sie dir gerade gebunden hat. 3D-Experience. Wie das mal überhaupt aussehen hätte. Also ich hätte zumindest mal gerne ein Foto gehabt hier mit so einer Idee, wie das aussieht. Aber ich bin ja alleine, 1-3. Also ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal besichtigen, wenn ich es... Ich auch nicht unbedingt. Wenn ich's könnte. 2-2, ich würde sagen, in Summe haben wir dann so zu vergeben hier. Tammy hat Hundewelpen gesehen. Ich versuche denen jetzt ein bisschen Futter da zu lassen. Jetzt wird er mutig. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Es ist 4:30. Wir verlassen gerade den Parkplatz von Knossos in Richtung Flughafen. Und jetzt geht's für die zwei Kleinen. Für Tammy und Nick geht's heute nach Hause.
So, wir stehen am Flughafen. Jetzt ist es soweit. Guten Flug.